Nur noch alle bereit drücken. Heute Dose oder Christina bereit. Mit der Hammer dran, ne? Christina. Hä, soll ich? Die gut gelaunte Christina. China heute. Fahren wir, ne? Mhm. China. 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 Soll ich China oder China sagen? Sag China. Wer China sagt, ist keine Ahnung. Sagen. Du musst okay. Das China aussprechen. So, warte mal. Welche Reifen nehmt ihr? Ausgewogen, ganz normal. Weich. Hey, hoi, Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Formel 1. Heute starten wir in China. Mit dabei natürlich der Onkel Poppy. Hallo. Die Dosenbierdose. Hallo. Und Fresh Fries. Hallo. Ja. Seid ihr schon rausgefahren? Raus, ne? Ja, ich bin gerade unterwegs. Okay, der musste erstmal Reifenwärme abmachen und so. War nämlich gerade auch schon mal raus. Die Kamera ist so dunkel. Ah, oh, du bist hinter mir. Oder? Nee, vor mir. Oder? Ich weiß es nicht. Hinter mir, doch, hinter mir. Jede Croissant Menge ist vor mir. Autoeinstellungen, Setup. Nicht, dass ich wieder direkt erste Runde vom Qualifying schön den Abflug mache. Oder mir die Nase klaus. Ja, in oder China, beides. In China hast du gesagt, sind wir, ne? China ist das, ja. Doch, ich riskier's. Poppy riskiert's. Ich riskier's. Was auch immer er riskiert, er verrät's ja nicht. Oh, diese Kurve! Direkt als erstes, das gibt's doch nicht. Naja, die kommt als erstes. Aber die am Ende ist ja auch nochmal lustig, bestimmt für dich. Ja, da bin ich noch nicht hingekommen. Nicht? Nö, ich hab nämlich letztens wieder jemanden gerammt. Neue Nase musst du dir holen, ne? Neue Flügel. Und Poppy wieder mit seinem Lenkrad. Geil, ne? Voll gut. Oh Gott, die Strecke ist ja richtig mies. Geht. So schlimm ist die gar nicht. Eigentlich recht flüssig. Also da gibt's deutlich beschissenere. Aber die ist gar nicht so lang, ne? Nein, so lang ist die nicht. Die ist eigentlich schon ordentlich lang, aber wegen der langen Geraden fällt das nicht so auf. So, sind wir doch mal auf der ersten schnellen gleich, ne? Aber das Kabel stört mich hier. Sorry. Schneid's ab. Geht nicht, dann geht der Controller nicht mehr. Das wäre mies. Das ist ja nicht unser Problem. Die schmeckt schon, die Dose ist heute voll gegen mich. Ich bin immer gegen alle, die mich bei mir im Team fahren. Lass einfach den PC fahren, das ist besser. Das kannst du nicht beweisen, dass ich das jemals gesagt habe. Hat die Aufnahme aber schon laufen. Oh, nein, hatte ich nicht. Oh, erste Zeit schon mal lila hier. Was ist denn da los? Okay, ist noch kein anderer gefahren, aber erste Zeit lila. Das beruhigt schon mal. Na, umso besser. Immerhin nicht lila, ne? Das wäre schon mal kacke gewesen. Boah, ich bin durch die Kurve gekommen. Was ist denn mit mir los? Applaus! Sagt es ihr Schuhe ins Bett. Kiesbett. Dieser Hulkenberg ist aber auch elendig langsam, ne? Na, das denke ich mir auch immer, wenn du vor mir bist. Oh, Alter, warum? Was, hä? Was geht? Hat der Setup halt nicht alle heute gegen mich. Ist okay. Ich kann die nächste Runde einfach nicht mehr mit. Fällt ja angeblich dann nicht mehr auf, ne? Doch, fällt auf. Ja, dann seid ihr nicht mehr blockiert, ne? Kein zum Überrunden. Oder hast du mich letzte Runde? Hast du mich im letzten Rennen überrundet? Ja, ich glaube nicht, aber... Ja, also... Aber Poppy hat dich, glaube ich, überrundet. Ja, kurz vorm Ende, wo ich einen Platten habe und durchs Ziel geschlettert bin. Gut, die Restsüße. Machen wir dann mal, ne? Ich habe jetzt die Zeit nicht gesehen. Was hat er gefahren? 1,35. Oh. Okay. Nein, 1,38 noch was. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat das Setup gar nicht geladen. Oder ist eine andere Strecke hier? Als letztes Jahr China oder was? Den haben wir umgebaut hier. Regen in zwei Runden, was? Aber nicht bei mir. Nein. Bei mir gibt's Schnee.
Schnee. Schnee auf der Strecke. Das wäre doch mal mein, was. Mein Auto hat einen Hagelschaden. Ein Haargelschaden? Ein Haargelschaden, natürlich. Hab ich immer, wenn ich vom Friseur komme. Mit deiner letzten Rundenzeit bist du uns P5 vorgefahren. Ich habe so eine beschissene Zeit gefahren und der sagt mir, ich bin auf Platz 5 gefahren? Keine Ahnung. Auf ich Platz 2 ist Dosen mit Dose. 2 Stunden gebraucht? Ich wollte gerade sagen, ich dachte auch und bin auf 9 gelandet, glaube ich. Bin ich auf 11. Aber ich sag dir, die fahren hier wie die Schlafmützen. Na, das die halten voll auf. Fahr ich jetzt auch eine Kackrunde. Eine Sekunde schlechter als die davor. Ja, wollen wir uns mal ein bisschen konzentrieren hier, ne? Oh, ich kürze jetzt ab und überhol die Idioten hier. Abgekürzt, disqualifizieren. Oh, das war zu sehr gerutscht, okay. Wo ist denn die Boxeneinfahrt? Muss ich jetzt mal drauf achten? Vor der letzten Kurve, einfach geradeaus fahren. Ah, okay, ich sehe es gerade auf der Karte. Nein. Mit jetzt einen neuen Flügel, dann habe ich die Idioten eh nicht mehr vor mir. Tu mir, glaube ich, mal einen neuen Reifensatz. Oh geil, DRS und Windschatten von Dose. Du willst er sich hier an mir vorbeimogeln, weißt du? Das nennt man Team, Strategie. Naja, vorbeimogeln, das hast du recht. Sicher nicht mehr vorbeimogeln, ich hab ihm ganz brav Platz gemacht. Poppy direkt mal Zweiter hier. Was bist du für eine Zeit gefahren? Eine halbe Sekunde langsamer als du. Ach, da muss ich mir ja keine Gedanken machen. Nee, das ist richtig, weil irgendwie rutscht das hier sehr. Oje. Was ich gar nicht so gewohnt bin. So, dann fahren wir auch mal in die Box, ne? Die Boxeneinfahrt hier ist sehr tricky, finde ich. Ganz gefährlich, ne? Ja, weil du nochmal um die Kurve musst, ne? Und du hast quasi kaum eine Chance, das selber zu lenken. Du musst schon Glück haben. Bei vielen anderen bretterst du einfach voll rein und fertig. Ja. Hab ich hier einmal gemacht. Und danach bist du Fuß gegangen. Naja, hat schon noch funktioniert, das Auto. Okay. Aber brauchte alles neu. Sogar Karosserie neu. So, gucken wir doch mal, was hier Sache ist. Bis die Reifenwärmer da wieder drauf haben und so. Ne? Yeah. Dauert ewig, ja. Die Runde hätte ich mir auch schenken können. Echt? Hätten wir bis jetzt alle Runden schenken können. So. Bisschen Reifen gewechselt und dann geht's wieder ab, ne? Jetzt ist er mich am Wegkicken. Ich hasse es. Warum? Sind die blöd oder was? Man weiß es nicht. Sind ja gar nicht die Schuld, vielleicht bist du ja schuld. Nee, der ist mir von hinten kam nee, der an und man ist selber mir ist nie schuld. Rechts da reingefahren. Du hast bestimmt so einen Lockduftstoff an der oder so. Der ist mir einfach hinten in den Reifen gefahren. Kommt der noch vor mir raus? Ah, er kommt noch vor mir. Top, brandneue Reifen. Mal auf Temperatur bringen hier und dann läuft der Hase. Oh yes, wir haben kein Benzin mehr. Woohoo. Nice. Dachtest du, fährst du komplett leer oder was? Ich habe die Hoffnung gehabt, weil er sagte, ich hätte noch Sprit für 2 Runden. Mhm. Und das inkludiert aber auch die Runde, in der du an die Box fährst. Denk dran. Ja, aber ich dachte 2 volle Runden.
Weil dann wäre ich nämlich im leeren Tank hier einmal um eine Strecke geeiert, weißt du? Oh, wer hat denn hier eine Vollbremsung gemacht in der Kurve? Keine Ahnung. Die Box rein, das war ich. Keine Ahnung. Habe ich den Hulkenberg von der Seite mitgenommen. Weil ich wusste nicht, wo lang. Und der ist mir auf einmal so vor die Nase gefahren, weil der abgebogen ist, weißt du? Und ich bin weiter geradeaus gefahren. Weil Dose meinte einfach nur geradeaus. Jawohl. Und der war vor mir und ist dann halt links rein, weißt du? Und dann bin ich ihm voll in die Seite gelangt. Erstmal entgegengesetzt der Geraden. Wolltest du nicht sagen, weil ihr sonst geradeaus. Ich habe nicht gesagt, dass die Boxengasse geradeaus ist. Die Boxeneinfahrt ist geradeaus. Ich habe nur nichts gesagt, weil ich dachte so, dann haut ihr wieder einen raus oder so. Naja. So, können wir dann mal hier, ja, liebes Team? Ich würde gerne noch ein bisschen was auswählen, danke. Oh, wow. Z-Up. So viel kannst du ja eh nicht mehr ändern, deswegen, ja. Nee, aber. Mach ich mir da keine Sorgen. Neue Reifen kann ich mir nehmen. Das ist eine Möglichkeit, ja. Und da gehe ich jetzt auf Ultrasoft. Die du hierher geschmuggelt hast? Ja. So, die Streckenbegrenzung ist woanders, würde ich nur sagen. Zu wem? Zu dir? Beobachtet hier. Ach, zu mir. Ja, ich benutze das hier alles aus, was man ausnutzen kann, weißt du? Auch den Windschatten von dem Williams vor dir? Ja, jetzt gleich. Ich will ihn eigentlich nur kurz vorbeiziehen, damit ich hier noch schön... Er lässt mich auch vorbei eigentlich. Alles bereit. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir einigermaßen rauskommen. Ja, trotzdem keine gute Runde. Da kommt keiner, du kannst mich rauslassen. Danke! Sagt ja uns vor neue Bestzeit. So schlecht ist sie doch mal. 37,9 läuft bei dir. Oh. Ja, das lief. Boah, Alter! Gucken wir mal, ob wir jetzt schon Reifen schauen. Ich weiß noch nicht. Dann schauen wir. Dose fährt schon wieder auf Soft. Ich fahre im Moment gar nicht, ich stehe an der Box. Aber es ist auf dem Kollegen zu. Er taktiert hier schon wieder. Naja, man will ja einigermaßen mitkommen, ne? Gott, das mache ich da schon wieder. Ja, ich glaube, diese Runde fahre ich an die Box. Wer ist denn hinter mir unterwegs? Ah, ist der Poppy. Jetzt werdet ihr denken, woran habe ich das erkannt? Weil Dose in der Box ist. Am Geruch. Und Geruch. Es war auf der Strecke, von daher kann es auch nicht Christina gewesen sein. Alter. Ja, der musste sein. Ja. Ein Seitenhieb mit dem Vorschlaghammer. Das kriegt der morgen alles zurück. Ich darf morgen mir nichts zu essen damit reinnehmen. Da wird reingespuckt oder so. Zur Erklärung, wir sind morgen im selben Kinosaal, Freunde. Ich habe angeblich in der Box eine lila Zeit gefahren, ist klar. Nein! Ah, da ist die Strecke aber nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist los, Papi? Wie lange habe ich noch? 4 Minuten knapp. Ey, ich habe die Reifen so schön eingefahren und dann so eine Scheiße, ey. Muss also nochmal rein, neue Reifen holen? Nein. Ich glaube schon. Ich glaube, dass dafür reicht die Zeit aber wirklich nicht mehr, um reinzufahren, Reifen zu holen und dann nochmal 2 Runden zu fahren. Das machen wir wie in Polen, mitten während der Fahrt. So, Setup, ne?
Machen wir mal Lucky Lucky. Ralfi Ralfi. Choi Choi. So, wo kann man denn jetzt zugucken? Ich will auch zugucken. Live-Übertragung, ne? Danke, Poppy. Alle Augen auf mich. Okay. Na, dann gucke ich mal bei Christina. Wie viel Tür ist denn die? Hier. 17. Ja, weil ich die Eierköpfe hier vor mir habe, die zwei. Boah, leck, leck, leck. Boah, auf einmal war die Dose in mir. Ja, jetzt hinter dir auf einmal. Was? Der war auf einmal... Ja, hier steht doch viel Verkehr, also... Ich müsste dann, glaube ich, auch nochmal rausfahren, oder? Damit die Reifen auch zählen. Oh, fahr doch schneller, bitte. Dieser Typ hier. Ich bin erst nur vor dir. Ist das Grosjean? Ja, Grosjean? Der ist so lahm. Überhol den auf der Geraden. Oh. Kann der jetzt mal rausfahren hier? Oh, jetzt fährt genau vor mir einer raus. Oh, wie langsam. Come on, wir haben keine Zeit, Kollege Bratwurst. Bottas ist das. Bratwurst. Ab sofort denke ich an Bottas, wenn ich ihn sehe, nur noch an Bratwurst. Na, großartig. Bei mir ist gelb hier in der Dings. Okay. Ich hab da Nägel ausgelegt, deswegen. Ich glaube auch. Meine Reifen schon mal kaputt machen, ne? An der Drehzahlbegrenzer. Eieiei. Schauen wir mal, was dann das Rennen bringt. Ich hab kein Benzin mehr. Aber ich fahr noch. So, Poppy, jetzt kommst du. Ja, das Problem ist, ich habe auf Soft umgestellt. Na, dann schauen wir mal, ne? Dann schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen. Also wäre ich das erste Mal nicht ins Gras gefahren, hätte ich glaube ich sogar noch eine schnellere fahren können. Was sagt denn Günther Grass dazu, dass du in ihn reingefahren bist? Der hat gejodelt. Gott, wohin fahre ich denn? Ja, das wird nichts. Dann Glückwunsch zum Qualifying-Sieg, zur Pole Position. Außer Dosen-Dose auch noch einrauen. Nein, oder Christina. Das wird nix. Ohne Benzin? Nee. Ohne Benzin wird das, ne? So wie ich die erste Kurve verkackt hab. Nee. Aber vielleicht ist jetzt... Entscheidet die Taktik dann mal wieder. Oder meine 20 Boxenstops. Oder die erste Kurve. Oder die erste Kurve. Oder der Frühstart. Oder der Frühstart. Immer einen, der früh gestartet ist. Jetzt also ist, glaube ich, Christina meint man. Mein Ziel für das Rennen, kein Frühstart. Mein Ziel für das Rennen, gewinnen. Mein Ziel für das Rennen, nicht durch ein Lag in der Startphase irgendwie Position verlieren. Dosa hat nochmal seine Zeit verbessert, oder was? Dritter auf einmal. Dritter, ja. Den Rostberg muss man ja nicht vor sich haben. Können wir drei gemütlich vorne starten. Na. Boxengasse ist aber echt tricky, ey. Müsst ihr gar nicht. Naja, kannst auch einfach durchfahren, dann musst du da nicht noch extra. Irgendwie drumherum. Bin ich der Letzte, der noch fährt? Ich glaub schon, oder? Ich fahr gerade rein. Mit der letzten Sekunde noch eine schnellste Runde, sozusagen. Fast. 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 Auch nur fast. Eieiei. Da
Dann zeigen sie mal her. Oh, da muss noch irgendwer in die Box. Christina wird noch reingeschoben. Dauert aber hier. Die sind so lahm. Sollte ich schneller ich glaub, schieben? Ich glaube, die haben den Nico erst noch reinschieben ja, müssen. Ja, der stand im Weg. Aber im letzten Sektor bist du immer noch schneller, Stefan. Ja, gut so. Irgendwo muss ich ja schneller sein. Ich habe eine 41,3, du hast eine 41,1. Ja, kannst du mal sehen. Aber ansonsten... Da hatte ich aber auch Windschatten. Muss ich irgendwas drücken? Normal nicht. Normal sollte es jetzt gleich weitergehen. Sobald alle drin sind. Sind alle drin. Kann nicht durchschalten. Nö, ich kann auch nur noch Christina auswählen, warum auch immer ich die auswählen kann. Ich sehe nur Poppy. Kann ich noch irgendwie rausdrücken? Nein, Multiplayer verlassen ist das. Geht's jetzt weiter? Geht zur Strecke, steht hier. Bei mir auch, geht zur Strecke. Ach, verbleibende, pass auf, verbleibende Zeit sind noch hier 20 Sekunden, steht hier noch. Achso, wir sind noch nicht jetzt durch. Ach, oben 15, 14. Genau. Bei mir steht das nicht, ich bin in der Kamera. Ich sehe auch nur die Boxengasse noch gerade. 7 Sekunden. Hallo, asynchron. Jetzt geht's weiter. Wir dürfen halt länger fahren. Ah, hier sind wir. Ey, der Mann vom Welten 1,37. Oh, Dosa hat mit Soft noch eine schnelle Zeit gefahren. So schnell ist die aber auch nicht. Ja, stimmt. Drei naja, Sekunden. Trotzdem. 3 Sekunden. Na, könnte ja, auf ja. Dauer ein Boxenstopp sein, ne? Schauen wir mal, was das Rennen bringt, ne? Wir lassen uns überraschen. Genau, dann würde ich sagen, war's das mit dem Qualifying. Wir starten, so wie ihr es jetzt seht, im Rennen. Und dann sehen wir uns übermorgen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.